Hallo ihr Lieben, Straveti Mili, hello dears, ich zeichne auf Wunsch von Miran Kyut einen Münsterländer. Ich versuche ihn möglichst hübsch zu machen, denn das ist ein so schöner Hund, kannte ich auch nicht. Und er hat eine wahnsinnig tolle Färbung, ist nämlich so ein Schokobrauner mit Flecken. Und ich versuche das jetzt so zu machen. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich zeichne vor mit einem braunen Stift von einer No-Name-Marke, weil meine Polychromos-Stifte einfach dieses schöne Braun nicht haben. Ich hätte mir vielleicht nachkaufen sollen, habe ich aber nicht gemacht. Und in der Kiste, wo die ganzen Stifte sind, gibt es so ein schönes Braun nicht. Hier sind die Ohren. Die sind auch wunderschön. Von daher ist meine Vorzeichnung jetzt so ein bisschen braun und ich tappe so vor mich hin und versuche das möglichst hübsch zu machen. Hier müssten ungefähr die Augen sein und der Hund guckt sehr süß, also fast schon ein bisschen traurig. In diesem, aber traurig muss er nicht sein, denn er ist wirklich wunderschön. So, das müsste so ungefähr der Kopf sein. Dann gehen wir runter und machen den Hals, die Brust hier und gehen mit den Pfoten rein. Hier ist die vordere, die erste Pfote. Dann hier von der Brust runter die zweite Pfote. Hier hat er wirklich so Härchen, also längeres Haar. Und hier ungefähr unter dem Ohr beginnt sein Rücken. Es ist ein recht langer Hund, dem müssen wir die Biegung hier schön machen. Hier hat er auch viele Härchen, also teilweise auch richtig viele, je nachdem wahrscheinlich, was für ein Hund das genau ist. Hier gehen wir ein bisschen hoch. Und hier kommt das zweite Bein. Also das hintere Bein. Hier wachsen auch ein paar Härchen. Hier ist ein Knöchel hinten. Und hier sind auch Haare. Er hat einen wunderschönen Schwanz, also wirklich eine tolle Rute. Und da wachsen auch so richtig schön die Haare raus. Sind auch längere. Also ein wunderschöner Hund. War ich gleich verliebt in diese Rasse, die ich auch nicht kannte. Also überhaupt diese Rassen, die ich jetzt hier mit euch zeichne, ist alles ziemliches Neuland für mich, weil ich noch keinen solchen Auftrag hatte, Hunde zu zeichnen. Zumindest nicht so viele verschiedene. Dann machen wir jetzt das Auge mit einer Pupille. Und die Nase, hier sind die Nasenlöcher, die sieht man relativ gut. Seine Nase ist braun, finde ich irgendwie sehr, sehr niedlich. Und ich habe wirklich hier verschiedene Stifte. Also das ist jetzt ein Polychromos, die ich dafür benutzen möchte. Einfach in verschiedenen Brauntönen. Also wenn ihr all eure braunen Stifte, die ihr zu Hause hier rumliegen habt, egal welche Marke, zusammennehmt, dann könnt ihr mit Sicherheit diesen wunderschönen schokobraunen Hund auch mit euren Stiften zeichnen. Das ist jetzt wieder ein
ganz billige, was heißt billige, ich weiß nicht, aus welche Marke er hat. Die Polychromos sind meistens die teuren. Von daher müsste der schon billiger sein. Und ich versuche einfach alle Brauntöne jetzt. Ich möchte auch nicht einen Braunton machen, das könnt ihr aber auch. Ich möchte mehrere Brauntöne nehmen und einfach mal sehen, was für diesen Hund das Allerbeste ist, weil wir, wie immer, natürlich das Gesicht hier am meisten beachten beim Zeichnen. Ich brauche ein wunderschönes Gesicht, damit ich weitermachen kann, sonst mache ich lieber neu. Und hier sind die, hier ist das Ohr. Da wachsen die schönen Haare daraus und hier möchte ich aber mit Schwarz ein bisschen reingehen und das Gesicht umranden, weil wir einfach ein bisschen mehr Kontrast hier brauchen. Die Augen sind hell. So ein schönes helles Braun. Auch um die Augen ist es ein bisschen heller. Und hier drüber haben wir, nehme ich diesen Stift hier. Also hier drüber haben wir schöne Augenbrauen. Hier um die Augen drüber ist es dunkler. Das sieht auch sehr süß aus, fast schon ein bisschen traurig, aber das finde ich einfach schön bei Hunden. Also dieser typische Hundeblick. So macht man einen traurigen Hund. Er ist nicht traurig, im Gegenteil. Also ich glaube, dass er ziemlich neugierig ist. Also nachdenklich sogar. Aber es sieht sehr, sehr süß aus. Und hier gehe ich auch ganz fein rein mit diesem Braun, weil der Kopf natürlich oben drüber hell ist. Und das muss man jetzt einfach mal fein schraffieren. Hier sind die restlichen Härchen von diesem Hund. Kann man auch ganz hell, ganz fein machen. Aber der Kopf muss braun sein. Es ist schwierig, also so einen schönen braunen Kopf zu machen, das ist gar nicht so leicht. Das geht mit anderen Farben besser. Vor allem, wenn zum Beispiel der Hund eine eigene Zeichnung hätte auf dem Kopf, also irgendwie weiße Schnauze, weiße. Aber wenn er nur braun ist, dann muss man sich hauptsächlich auf das Schraffieren der Licht- und Schattenverhältnisse konzentrieren. Und es muss sehr, sehr fein sein. Von daher brauchen wir hier ein bisschen mehr Zeit für den Kopf. Müsst ihr ein bisschen mehr einplanen. Als sonst. Hier ist er auch dunkler. Und hier lassen wir über den Augen ein bisschen diese hellen Augenbrauen. Ich würde sogar hier ein bisschen dunkler werden, weil wir einfach mehr Kontrast brauchen. Rissuva Medin Münsterländer, tvoje много красиво куче, кафяво, като шоколад. И ми е трудно тук да рисувам красивото му лице, защото го правя с такива сравнително евтини моливи.
Ich helfe mir jetzt aus mit einer Hautfarbe. Ich gehe jetzt da rein, damit das Ganze feiner wird, damit wir keine weißen Blitze haben. Und das würde ich euch auch fast raten, damit der Hund nicht zu schwarz wird. Sonst malt man eventuell zu viel Braun rein. Das ist so ein rötliches Braun. Mal gucken, wie das wirkt. Nicht so toll, finde ich. Ist zu rot. So, also ich lasse den Kopf jetzt so. Mit der Option nochmal zurückzugehen. Das Ohr braucht jetzt auch diese Farbe. Das ist die Hautfarbe. Also so rosa ist er nicht. Aber wir brauchen einfach einen Ton, damit wir von diesem Weiß wegkommen. Weil das Weiß, der Hund ist woanders weiß. Da ist nichts Weißes hier im Ohr. So, ich denke, das ist jetzt so okay. Ich hoffe es. Dann gehe ich jetzt rein mit diesem Stift und mache den Rest. Er hat schöne Flecken. Ihr könnt euch jetzt einfach mal aussuchen, was ihr für Flecken macht. Ich will nicht zu viel Braun machen. Hier am Rand feiner, also hier sind... So wächst das Fell, also so wie das Fell wächst, so müsst ihr es auch machen. Und hier unten brauner und feiner. Und hier oben könnt ihr ein bisschen heller werden. Es gibt Münsterländer, die mit Schwarz sind, glaube ich. Zumindest was ich so auf den Fotos gesehen habe. Aber ich wollte jetzt keinen Schwarzen machen, weil mir der Braun einfach in diesem Fall besser gefällt, weil ich glaube ich noch keinen richtig so schokobraunen Hund habe. Das ist jetzt reine subjektive Betrachtungsweise. Man kann ja schwarz für andere Hunde nehmen, zum Beispiel die schwarze Flecken haben müssen, zum Beispiel sagen wir mal ein Dalmatiner. Der muss diese schwarzen Flecken haben, da kann ich mir die Farbe nicht aussuchen. Bei Münsterländer habe ich das Gefühl, ich darf mir eine Farbe aussuchen. Und das habe ich auch so gemacht. Und hier gehen wir jetzt mit diesem Braun rein und machen das dunkler. Also es gibt verschiedene Flecken. Manche sind mehr braun, manche sind weniger. Und die Flecken haben sowieso eine ganz andere Form, jeder hat eine eigene. Und das Schönste sind ja diese Flecken hier. Die finde ich ja genial. Ich glaube, da könnte ich mich glatt verlieben. So richtige Schokobraun mit süßen Schokospritzern und Pünktchen. Also ein Traum von einem Hund. Danke sehr an Miran Küt. So lieb. Für diese Idee. Was ich noch sagen wollte, es kommen immer mehr Wünsche unter den verschiedenen Videos. Ich danke euch auch sehr dafür, dass ich schreibe mir alles auf. Falls ich jemanden vergesse, falls jemand wirklich schon ewig wartet, eventuell bitte nochmal schreiben. Es kann sein, dass ich das einfach überlesen habe. Oder es im Eifer des Lesens, des Zeichnens, ich das einfach übersehen habe. Von daher bitte, wenn jemand wirklich etwas von mir hier unbedingt sehen möchte, nochmal aufschreiben. Ich versuche das dann, also ich versuche,
Ich nehme in diesem Fall einen hautfarbenen Stift, weil ich einfach kein Grau bei diesem Hund benutzen will, sondern lieber so dieses Schokoladige. Hier können wir jetzt nochmal reingehen. Unten drunter. Also diese Flecken, die dürft ihr natürlich nach Belieben machen. Da macht jeder seine eigenen. Hier sind zum Beispiel ein paar hier von der... Mal mehr, mal weniger. Also das dürft ihr wirklich so machen, wie es euch gefällt. Es gibt Hunde, die haben wahnsinnig viele Flecken. Und macht sie aber bitte so, dass ihr sie wie das Fell macht. Also nicht so Punkte, sondern einfach in dieser Form der, ihr seht hier, wie ich das mache, in der Form des Fells. Hier ist sehr flauschig. Und hier auch. Einfach weiter diese Flecken machen. Hier mache ich gar nichts mehr, vielleicht hier ein paar Flecken, damit wir den Rand vom Hund ohne Linie ausnutzen können. Und die größeren Flecken mache ich lieber Richtung großen Fleck hier und kleinere Flecken hier. Hier unten kann man auch ein paar mehr machen, weil die Pfoten eben selbst so richtig schön dunkler sind. Also wie gesagt, wie es euch gefällt, diese Flecken sind freiwillig. Man kann viele, man kann weniger machen. Diese Pfote muss dunkler werden, weil sie dahinter ist. Hier unter den Augen muss ich ein bisschen mehr ins Braun. Und hier ein bisschen mehr Kontrast. Damit man einfach sieht, wo das Gesicht endet. Und hier schön, schön braun. Das ist sogar noch dunkler, glaube ich, als ich das mache. Aber ich denke, das ist auch so okay. Ich wollte auch einen recht frischen Hund machen. Eben nicht so zugekleistert, sondern wirklich, also ich möchte, dass man bei diesem Hund wirklich an Schokolade denkt. Das gefällt mir einfach. Dieses Schokobraun. Hier die Nase muss man ein bisschen eher vergrößern. Den Flecken um die Nase ist hübscher. Dafür hier ein bisschen mehr Schatten. Und ein bisschen hautfarbenen Stift, um hier drunter unter dem Kopf den Schatten anzudeuten. Wie gesagt, ich will hier kein Grau nehmen. Das kann man auch dann für die Pfoten, für die hinteren Pfoten machen, statt Grau. Sieht sahniger, frischer aus, irgendwie sauberer. Und diesen schönen, wunderschönen Hundeschwanz. Und hier ein bisschen mehr Schatten. Also bei den Pfoten dürft ihr ein bisschen mehr Schatten machen. Wer grau möchte, darf auch grau nehmen. Das ist meine eigene Vorliebe hier, dass ich das nicht in grau mache, sondern in einem Hautton. So ihr Lieben, das war's von mir.
Das ist mein süßer Münsterländer. Nochmal lieben Dank an die für die Vorschläge, an die Miran Cute. Demnächst kommen wieder Videos und ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch und vielleicht ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten bis demnächst, eure Dani. Tschüss, du bist eine Mili. Jetzt du war mir gutst. Ah, ich wollte noch schnell die Stifte hier zeigen. Also lauter Brauntöne. Packt alle eure Brauntöne mit rein. Das wird so richtig schön schokoladig. Und ein paar Hauttöne dazu. Bis bald. Tschüss.